Nassstuhleck, der höchste Berg der Fischbacher Alpen in der Steiermark. Damit die mehr als 24 Abfahrtskilometer in perfektem Zustand sind, hat Pistengerätfahrer Josef Igel einen ungewöhnlichen Dienstwagen. Er und seine 6 Kollegen sind mit einem Pistenbully 300 Polar unterwegs. 12 Tonnen schwer, 450 PS stark, damit genauso stark wie ein Ferrari aus Maranello. Untertags sind also die Seilbahnen, hier unsere weißen Elfbahn, im Dauerbetrieb und bringen so die Wintersportler schnell und komfortabel auf den Berg. Wenn dann die Sonne untergeht, beginnt die Arbeit von Josef Igel und seinen Kollegen. Sie starten ihre PS-Monster, drehen das Licht auf und schalten den typischen Pistenbully-Ton ein. Von der Mittelstation aus werden die dicksten Schneeklumpen und größten Eisbrocken von der Fräswelle zerkleinert und vom Finisher geglättet. Zurück bleibt dann nur die bei Skifahrern so beliebte, perfekt präparierte Piste. In finsterster Nacht arbeiten unsere Bullifahrer an den 18 Kilometer blauen und 6 Kilometer roten Pisten. Xenon-Scheinwerfer und Treeline-Leuchten am Polar 300W sorgen vorne wie hinten für bis zu 30 Meter taghelle Arbeitsbereiche. Josef Igel und seine Kollegen sind ein perfekt eingespieltes Team. Zentimetergenau werden die tonnenschweren Fahrzeuge über die Pisten gesteuert. Bis zu 8 Stunden sind die Männer der Nacht für sie täglich im Einsatz. Und hinter dem leuchtenden Pistenbullitross bleibt dann nur eines zurück. Perfekte Pisten im schönsten Skigebiet Österreichs.